Wie breit ist der Fluss, wenn der Abstand zwischen A und B 10 Meter beträgt, der Abstand zwischen C und D 15 Meter beträgt und der Abstand zwischen B und D 12 Meter beträgt? Hier die Angaben. Gefragt wird die Breite von dem Fluss, Breite, die wir mit x bezeichnen und die wir in Meter ausdrücken werden. Durch diese zwei Dreiecke O, C, D und O, A, B können wir den Satz des Thales anwenden, der zum Beispiel ergibt groß, also x plus 12, geteilt durch klein, also x, gleich groß, 15, geteilt durch klein, 10. 15 Zehntel, das macht 3 halbe. Jetzt werden wir kreuzweise multiplizieren und finden so 2 mal x plus 12 gleich 3 mal x, also 2x plus 24 gleich 3x, woraus wir schließen, dass 3x minus 2x gleich 24 ist, also muss x 24 sein. Die Endantwort auf diese gestellte Frage lautet: Der Fluss ist 24 Meter breit.